Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Hero Challenge. Im letzten Part ist einiges passiert. Zunächst sind wir erstmal vom Marktplatz aus weggegangen und haben erneut die London Farm aufgesucht. Diesmal bei Tag und haben dort auch einiges in Erfahrung bringen können. Erstmal haben wir bei Talon ein Minispiel gewonnen und uns dann eine Milchflasche gegönnt. Die haben wir jetzt hier sogar mitgenommen. Die kann uns nämlich heilen, wenn wir möchten. Also nicht schlecht. Außerdem haben wir dann bei Marlon wiederum ein weiteres Lied erlernt. Und zwar ist das nämlich das Lied von Epona oder auch Eponas Lied. Wird uns in Zukunft auf jeden Fall weiterhelfen. Dazu werden wir aber auch später kommen. Danach haben wir wiederum uns aufgemacht zum Todesberg und haben dort alles mögliche erkundet und sind dann schließlich in Goronia gelandet, einer Kleinstadt der Goronen. Also diese komischen Viecher hier. Jetzt suchen wir hier nach diesem heiligen Stein, haben schon ein bisschen rumgefragt und anscheinend hat ein gewisser Gorone namens Darunia diesen komischen roten Stein mitgenommen. Allerdings können wir nicht zu ihm rein. Denn wir lassen uns irgendwie nicht rein. Ich glaube aber, wir müssen hier schon spielen, oder? Ich glaube schon. Moment. Ich muss mal ganz kurz austesten. Ich war schon lange nicht mehr hier. Achtung. Einmal Zeldas Wii-Lied. Der Beweis, dass wir der Bote der Königsfamilie sind. Denn auf den wartet nämlich bereits der gute Darunia. Aber funktioniert das hier? Ich glaube nicht, ne? Doch, es funktioniert tatsächlich. Okay. Dann war es tatsächlich so gedacht. Dann kommen wir hier mal rein, ne? Und hier ist es etwas dunkel. Und da ist ein komischer Gorone. So einen haben wir noch nicht gesehen bisher. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Hallo, mein Freund. Na, wer bist du denn? Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat der Runia, der Anführer der Gorone, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ah, also ist das der Runia, definitiv. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist die Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Okay. Was machen wir da am besten? Ich habe auch gehört, wir haben noch keinen Goronen, der hat gesprochen. Das könnten wir noch machen, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ich habe gehört, dass der Runia sehr, sehr gerne zur Musik tanzt. Er mag die anscheinend sehr gerne. Also warum sollten wir kein Lied spielen? Am besten mal wieder Zeldas Wiegenlied. So, mal schauen. Dö, 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 dö. Spielen Zeldas Wiegenlied. Ich sing so toll, ich weiß. Oh mein Gott, ist das geil! Oh, ich tanze so gut. Oh, das ist cool. Oh. Nice. Hm, ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb etwas Natürliches, Grünes aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Ah, schade, dann war es wohl doch nicht das Richtige. Dann brauchen wir wohl was anderes. Epunas Lied wird es dann leider doch nicht sein. Weil es nicht aus dem Wald kommt, natürlich. Ich komme nicht darauf klar, hier einmal kurz Schaden zu machen. Hier geht's ja auch. Hier geht's auch stärker, sehr schön. Tja, dann brauchen wir wohl ein anderes Lied. Was könnte das wohl sein? Wir brauchen irgendwas aus dem Wald. Also müssen wir wieder zurückkehren zum Wald, um da irgendwas rauszufinden? Na, wahrscheinlich schon. Aber dazu kommen wir später. Was wir auch gehört haben, wir müssen irgendwie die Fackeln anzünden. Und wir müssen hier übrigens auch ganz dringend hier ran. Wir können zwar die donnernden Blumen, die hier nicht, sind, nicht pflücken, denn wir brauchen dafür ein spezielles Armband. Aber wir können das hier anders entzünden. Wir brauchen nur Feuer. Mehr ist es nicht. Und ich hoffe, ich kann mich hier schlau genug anstellen. Wir brauchen irgendwo Feuer, um diese Donnerblumen anzuzünden. Mehr ist es nicht. So, war dieses Viech hier irgendwo? Nee. Hier rollt nämlich irgendwo was herum. Und das mit dem möchte ich ungern begegnen. Okay, aber von hier aus muss ich Bomben reinwerfen auf dieses Ding rauf, ne? Aber dazu brauche ich auch erstmal Feuer. Ihr seht schon. Oh. Was ist das denn? Wenn das keine Waldmusik ist, dann weiß ich auch nicht. Das müsste ungefähr die sein, auf die unser Freund Darunia so steht. Da will ich jetzt sehr gerne hin, aber wir können diese Donnerblumen leider nicht aktivieren so. Sonst können wir diese Felsen nämlich zerbomben und dann können wir nicht zu diesem Ort hingehen, wo diese Musik ertönt. Nämlich zum Wald. Aber dazu kommen wir später. Erste Priorität, wir brauchen Feuer. Mehr ist es einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg nach oben finden. Ist das der richtige Weg? Ja, tatsächlich. Irgendwo muss doch hier Feuer sein. Deswegen ist es ein bisschen unübersichtlich hier. Oh, Manni. Weil ich muss hier irgendwo einen Weg finden. Hier geht es sogar noch weiter nach oben, okay. Das ist also der Hauptweg quasi. Nur wo finde ich Feuer? Hier komme ich auch nicht mal lang. Schade. Und da wird zum Beispiel der Ort, wo dieser komische Typ herumrollt. Ein riesen Gorone. Alter Schwede. Und von da kamen wir. Da ist ein Licht. Gehe ich mal hier weiter. Wir haben ja noch nicht alles gekundet, leider. Was haben wir denn hier? Ha. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist ja Lava. Hier war ich grundsätzlich noch nie. Also ich bin hier nie weitergekommen, glaube ich, weil ich einfach zu dumm war damals.
Hier müssen wir die Hymne der Zeit spielen auf jeden Fall, sonst kommt man hier nicht weiter. Okay, aber hier gibt es auch sowas wie Enthaken, Stützpunkte, wie auch immer. Aber auch die können wir noch nicht in Anspruch nehmen. Und jetzt muss ich aufpassen mit diesem Ding hier. Das soll ich so leicht nicht stoppen können. Wo kann ich jetzt Feuer finden? Ich muss mal ganz kurz überlegen, wie das hier noch war. Moment. Genießt ihr, mich mit einem Donnerblitz zu stoppen? Belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Hot Rodder Goron. Ah, wahrscheinlich dieses Riesenviech, der was die ganze Zeit rumrollt. Na gut. Den sollen wir irgendwie stoppen, aber auch eben nur mit diesen Donnerblumen, wenn das möglich wäre. Und da kommen wir anscheinend auch noch rein, wenn wir diese Donnerblumen nutzen. Ah, alles hängt mit Donnerblumen zusammen. Aber wir können sie nie irgendwie nutzen, ne? Oder war jetzt doch Feuer in der Runias Kammer? Da muss ich nochmal schauen. So, noch einmal geguckt. Gehen wir mal ganz kurz rein. Aber da ist ja Feuer. Da ist tatsächlich was. Vielleicht können wir es tatsächlich nutzen. Es ist mir eben gerade nicht aufgefallen, dass wir Feuer hatten. Okay, muss mich jetzt gleich tierisch beeilen. Brenne! Schnell! Link, lauf! Los, bevor das Feuer ausgeht. Schnell! Mach was an. Sehr schön. Das hier auch. Und die anderen zwei auch. Dann hätten wir es. Komm schon. Ja, alles an. Sehr schön. Und damit aktiviert sich das Ding. Das ist sehr gut schon mal. Ich mache ganz kurz meinen Stock aus. So, dann habe ich den noch behalten. Das ist schon mal gut. Das Ding bewegt sich. Das brauchen wir nämlich gleich. So, was ich sonst noch mal mache, ist nämlich die aktivieren. Moment. Flop. Flop. So, und dann explodieren die nämlich. Und die geben den Weg frei zu einer komischen Höhle vielleicht. Oder wo landen wir jetzt? Wir sind in einem kleinen Shop tatsächlich. Der Goronladen, der aus irgendeinem Grund versperrt war, man weiß es nicht, der dürfte ja eigentlich kein Leben haben, will ich ehrlich sein, weil hier kann keiner vorbeischauen, wenn der Zugang versperrt ist. Also, ich weiß nicht. Ich hatte den Eingang versiegelt, da ich nicht sehr viel zu verkaufen habe. Du aber scheinst sehr hartnäckig zu sein. Nur gut. Das macht keinen Sinn. Wieso versiegelst du den Eingang, wenn du zu wenig zu verkaufen hast? Dann verkaufst du doch umso weniger. Das macht keinen Sinn. Na, was soll's. So, was haben wir hier schönes? Ein rotes Elixier mal wieder. Ein paar Herzen und eine Goronenrüstung für 200 Rubine. What the fuck? Eine starke Rüstung der Goronen, die nur Erwachsenen passt. Schützt auch vor großer Hitze. Oh, das klingt gut. Das könnte man gebrauchen, aber dafür müssen wir halt viel Geld ausgeben. Ja, so sieht's aus. Und hier haben wir Bomben. Viele Arten. 5, 10, 30 und 20. So wie es aussieht. Genau, aber die können wir eh noch nicht nutzen, Leute. Oder können wir die nutzen? Ich glaube noch nicht, ne? Können wir die schon nutzen? Ich kann mir spaßeshalber welche kaufen. Ja, ich kaufe die mal ganz kurz. Oder? Ah, natürlich, verarscht uns. Tut mir leid, die Bomben sind nur Attrappe. Die echten sind ausverkauft. Geile Scheiße. Warum macht man das? Ja. Weil er solchen Hunger hatte. Warum stellt sie denn da hin? Was sind das für Attrappen, bitte? Junge, was ist das für ein Laden hier? Das kann keiner nutzen hier. Na, was soll's. Immer bewegt sich dieses Ding da. Das ist ziemlich wichtig. Muss ich das Feuer jetzt mit nach oben nehmen? Moment. Moment, Moment. Kann ich irgendwo Feuer anmachen? Nee, ne? Okay. Aber ich brauche Bomben. Ich muss das dann nämlich reinwerfen, übrigens, müsst ihr wissen. So. Ich brauche irgendwie das Goronenarmband. Das wäre natürlich noch viel praktischer. So, kommt das Viech? Nee, es kommt nicht. Okay, aber ich kann es nicht schaffen, hier hochzukommen mit dem Feuer, ne? Das kann ich vergessen, glaube ich. Sonst können wir auch nämlich auch den Eingang da sprengen, den wir wollten. Das wäre eine Option, aber so weit kommen wir leider nicht. Die ganzen tollen Geräusche, die ganze Zeit rumlaufen, ne? Wunderbar. So, ich muss erstmal überlegen, wie ging das noch? Der Goron spawnt einfach wieder. Was ist das denn für einer? Der spawnt da einfach. Na, was soll's. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich muss erstmal wieder ein bisschen hier mit auseinandersetzen. Ist einfach so. Komme ich da irgendwie in die Mitte zu diesem komischen Goron hin? Das wäre so meine Frage. Ich muss aufpassen. Ja. Gut. Oh, es läuft. Läuft bei mir. Ah, nicht zu weit rechts. Oh, vorsichtig. Wow. Ich darf nicht verziehen. Ich darf nicht verziehen. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Wow, ich bin gut. Hey, ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Es ist gefährlich, du könntest abstürzen. Such der Runja auf, um Antwort auf deine Frage zu finden. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt, dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mich erinnern, dass der Runja besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten, die Musik weckt mir in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Brennen sie alle, ist es hier richtig schön. Ah, schön diesen Tipp mal zu hören. Und ich springe einfach direkt runter, weil ich so geil bin.
Okay, aber schön, dass wir das mal gehört haben. Das wollte ich ja nicht eben schon hören, aber soweit kam es ja nicht. Ich bin ja leider abgestürzt. Und hier ist anscheinend auch, gibt's auch die Möglichkeit auf Feuer. Okay, aber wie können wir dieses Feuer am schnellsten entzünden? Wir können nicht so schnell laufen, oder? Können wir das schaffen? Das Feuer von da unten hier hochtragen und das dann aktivieren? Kriegen wir das hin zeitlich? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. So, Moment. Da muss ich aber schnell sein jetzt. Okay, Moment. Also von hier rauf, ich muss hier das Feuer entzünden und dann direkt hochlaufen. Schaffen wir das, Leute? Moment, ich muss aus dem... Ich muss mit Anlauf laufen. So, jetzt aber. Lauf, Link! Lauf! Komm schon! Schnell! Und an! Sehr schön, wir haben es geschafft. Sehr gut. Also haben wir es doch hingekriegt, das ist sehr gut. Denn damit können wir jetzt erstmal den Weg da freisprengen. Das machen wir jetzt mal zuerst. Denn das ist ganz wichtig, denn wir möchten hier gerne lang. So, einmal bitte aktivieren hier. Dankeschön. So, und sehen wir uns mal das Spektakel an. Bam! Wunderbar, und damit können wir jetzt den Weg hier durchnehmen. Im wahrsten Sinne. Und wo landen wir dann? Direkt im Wald. Verlorene Wälder. Okay, und wo wird Navi gerade hinzeigen? Oh, hallo mein Freund, was machst du denn hier? Willkommen, ich habe dich erwartet. Aha, schön dich wiederzusehen, Capco. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein, danke, es hat mir schon genug gereicht. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Danke für den netten Tipp, mein lieber Freund, wer auch immer du bist. Und damit geht er weg. Ja, da geht es tatsächlich direkt zu den Gronen. Ihr müsst wissen, was wir gerade für einen Weg durchgegangen sind. Ich meine, man kann es auf der Karte sehen. Moment. Wir sind jetzt Moment. Hier, Todesberg. Da waren wir eben. Oder? Ja. Das Soras Reich, das ist noch ein anderes Gebiet. Und hier sind die verlorenen Wälder. Wir sind gerade Kilometer weit gegangen, um dann hier zu landen, in den verlorenen Wäldern. Und hier ist der Kokiri-Wald direkt daneben. Ja, wir haben eine riesengroße Abkürzung nehmen können, tatsächlich. Okay. Und jetzt das, was die gute Eule sagte. Wir sollen es auf unser Gehör hören, im wahrsten Sinne. Oh, hier gibt es sogar Käfer. Und zwar meine ich, dass man hier nämlich genau gucken muss, welchen Weg man nehmen muss. Denn man hört, hier wird die Musik etwas lauter. Hier wird sie aber leiser. Und hier ist sie ganz verstummt. Das heißt, wir nehmen mal wohl den Weg, wo die Musik am lautesten ist. Das wird wohl Navi anscheinend auch meinen. Was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten? Okay, sie sagt nun wie eh wieder, was denn los ist. Und es wäre hier. Sie wäre hier gelandet. Das ist interessant. Das ist anscheinend Wasser und unten ist anscheinend ein Gang, aber da können wir wohl noch nicht lang gehen. Das wird uns wohl zu einem anderen Ort führen. Aber das wird erst später wichtig sein. So, zwei mögliche Wege. Und hier wird es lauter. Und wie sieht es da aus? Moment. Da ist die Musik fast verstummt. Okay, dann müssen wir wohl hier lang gehen. Wo landen wir dann? Wieder bei diesem komischen Ort. Wo muss ich jetzt hin? Hier anscheinend nicht. Hier wird es etwas lauter. Und hier wird es auch wieder leiser. Okay, dann müssen wir wohl hier lang gehen. Anders wird es nicht gehen. Jetzt bist du ein Ort mit einem riesen Stein. Wo muss ich jetzt hin? Hier schon mal nicht. Und hier? Na, es ist auch nicht gerade laut. Da müssen wir wohl hier lang gehen. Moment. Ja, das klingt sehr gut. Aber auch hier sind wir noch nicht ganz richtig. Moment. Ist das laut? Moment, ich muss mal kurz vergleichen. Hier ist es vergleichsweise leise. Hier auch. Okay, dann müssen wir wohl hier lang gehen. Moment. Das ist dann wohl geklärt. Und dann sind wir wahrscheinlich da, so wie es aussieht. Oder? Ja, wir sind da, bei der Heiligen Lichtung. Dort sollten wir hingehen, denn hier werden wir etwas ganz Besonderes finden. Und zwar ein Wolf, oh shit. Mein Freund, lass mich in Ruhe. So, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ha! Lass mich in Ruhe lassen, sag ich. Sei nicht immer so schnell. Lass mich in Ruhe. Hallo. Hallo. Zack. Es wird ein bisschen dauern, leider den hier Platz zu kriegen. Weil er ein bisschen nervt hier gerade. Aber so können wir auf jeden Fall safe hier durchgehen. Was macht ihr da? Du gehst mir auf den Sack, Hund. Stirb. Kann er das ewig überleben? Hallo? Okay, aber der kann schon einiges. Und jetzt? Zack. Okay, das reicht dann. Okay, ich wollte nur safe hier durch. Und damit haben wir auch den Durchgang geschafft. Sehr gut.
Was ist das jetzt? Wow, wow, wow. Ich höre was. Moment. Hallo? Also ich höre was, ich höre böse Musik, aber... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, hallo, mein Freund. Ach, der schießt so komisch. Okay, Moment. In diesem Fall muss ich mal ganz kurz mein Schild wechseln. Das wird um einiges praktischer sein. So, ich bin bereit, mein Freund. Hallo, na? Greif ihn doch an. Flop. Erwisch, mein Freund. Stirb, stirb. So, das wird geklärt. Okay, hier gibt es auch wieder Rubis. Und noch so ein Viech? Ja, tatsächlich. Hallo. Greif mich ruhig an. Zack, erwischt. Ah, stirb, mein Freund. Okay, auch das wäre geklärt. Ich finde diese Sicht auch sehr interessant hier. Das sieht man zum ersten Mal, wenn man von oben richtig gucken kann, ne? Aber es ist auch halt sehr wichtig. Hallo? Na? Plop? Ist ja richtig easy hier. Keine Frage. Was lässt er da fallen? Das war, glaube ich, ein Dekonuss, oder? Ja, okay, jetzt wird es gewesen sein, genau. Okay, wieder Rubies. Okay, ist eine riesige Wasserpfütze. Moment. Also eine Pfütze ist es nicht. Egal. Einmal kurz wieder rausgeklettert. Anscheinend sind wir jetzt auch durch, oder? Ja. Sieht gut aus. Oh, doch nicht ganz. Plop. Plop. Aber das wird geklärt. Zack. So. Ne, den anderen. So. Dankeschön. So wollte ich das haben. Bitteschön. Auch das wird hier geklärt. Wunderbar. Und damit sollten wir jetzt auch, glaube ich, wirklich am Ende sein. Und jetzt diesen Ort hier betreten können. Das sieht jetzt sehr interessant aus. Das soll man hier im Wald finden. Okay. Sehr interessant. Und wer ist das? Salia, die kennen wir doch. Ja, Mensch. Die kennen wir doch noch. Hoffe ich doch. Spielt auf ihre Ocarina. Hat also auch noch eine gehabt. Okay, hat also zwei insgesamt. Sie hat ja immerhin unsere jetzt uns gegeben. Oder ihre, wie auch immer. Hallo. Ich habe auf dich gewartet, Capco. Die ganze Zeit. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Wir werden hier heiraten. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht? Machst du dir mir eine Freude und spielst mit mir? Okay. Dieses eine Mal. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Na gut. Spiele geschwind Salias Lied. Dö, 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 dö. Okay, R, Y, X, das kriegen wir hin. Sehr schön. Die Musik kennen wir doch ganz gut. Und die werden wir auch brauchen. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nicht vergessen. Versprich es. Ich schreibe es mir ja auf. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ich bin schon mit Navi geplagt genug, mein Lieber. Glaub mir. Ihr Frauen soll doch alles das Gleiche. Alle wollen sie sammeln. Ist das schlimm. Egal. Auf jeden Fall haben wir damit unser drittes Lied gelernt. Du hast Salias Lied erlernt. Yay. Das werden wir brauchen. Denn sonst ist Darun ja nicht zufrieden. So. Wir kommen jetzt am besten zurück. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich muss einfach zurücklaufen, ne? Oh, das ist der einfachste Weg? Ich glaube schon, ne? Die sind die alle kaputt. Dann müssen wir wohl zu Fuß laufen. Aber es sollte schnell gehen. Ab hier kann man nämlich die Leiter nutzen. Das heißt, man kann hier oben auf den Dächern quasi rumlaufen. So. An den ganzen Monstern vorbei. Woo! So, das sollte kein Problem sein. Ich glaube, wir müssen einmal gleich den falschen Eingang nehmen. Irgendwie bei den komischen Holzbereichen. Also diesen Baumstamm wegen, wie auch immer. Und dann müssten wir eigentlich schon... Da landen, wo wir hin wollten, oder? Oh, Capco! Oder auch nicht. Hat Salia ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Folgen wir auf der Runia. Ich hörte, dass an einen anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Hältst du die Ocarina mit Ocarina, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles nochmal sagen? Nee, danke. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Berühre in diesem Menü das Symbol in der rechten unteren Ecke. Wähle nun das Symbol für eine Melodie aus, um zu sehen, um welche Melodie es sich handelt und wie sie heißt. Lerne Melodien, die du häufig benötigst, auswendig. Danke für die Tipps, mein Freund, aber das werden wir so schnell, glaube ich, nicht gebrauchen. Ich soll jetzt ein Lied spielen und landen wir dann direkt wieder woanders? Moment, wir können es ja einmal spielen, Moment. Hier ist Salias Lied. Wir können ja einmal kurz mit Salias sprechen über...
Telefon quasi. Einmal kurz angerufen. Hallo. Jetzt mit Salia sprechen. Jo. Hallo Capco, ich bin Salia. Hörst du mich? Dieser Wald ist mit vielen Orten verbunden. Wenn du mein Lied irgendwo hörst, muss es von dort einen Weg hierher geben. Willst du nochmal mit mir reden? Nö. Alles klar. Wenn ich jetzt aber hier lang gehe, lande ich dann wieder dahin, wo ich hin wollte? Nee, ich lande im Kokiri-Wald. Da wollte ich gar nicht hin. Na, was soll's. Okay. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt lieber mal einen kurzen Cut. Hier in den verlorenen Wäldern. Und beenden den Part. Im nächsten Part geht's dann wieder zurück Richtung Gronia. Denn jetzt, da wir dieses Lied erlernt haben, wird Darunia wiederum vielleicht etwas besser drauf sein, wenn wir spielen. Mal gucken, was er dann mit uns bereden wird. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.